MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K16 My GM Mode. Wir sind immer noch mit den New Orleans Pelicans unterwegs und in den Playoffs zweimal simuliert, zwei Spiele verloren. San Antonio führt also. Ist aber jetzt auch kein Wunder. Eric Gordon ist zurück, das ist das Schöne an den positiven Nachrichten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in Halbzeit 1. Alonso Guy hat sich vollständig. Das ist ja schön. So, dann einmal rein. Faken, ne? Dann kriegt nämlich hier der Kollege noch zwei Vertrauen, weil er denkt, er hat uns irgendwie was Wichtiges mitgeteilt. Ist natürlich suboptimal, aber ganz ehrlich, wir sind ja auch noch lange nicht bereit, um hier wirklich, um die Meisterschaften mitzuspielen. Ich habe mir überlegt, pro Serie würde ich ein Spiel spielen wollen, außer sind die Finals. Das heißt, dieses Spiel spielen wir jetzt und dann simulieren wir unter Umständen nochmal. Nichts spricht dagegen, sollten wir aus den Playoffs rausfliegen, dann ist das halt so. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum ausgerechnet gegen die Spurs, die waren nämlich ziemlich verletzungsangeschlagen gegen Ende der Regular Season. Es kann natürlich sein, dass da jetzt einige wieder fit sind. Und dass sich da jetzt das Blatt gewendet hat. Aber ansonsten hatten wir die eigentlich gut im Griff. Ne? Zumindest am Ende der Regular Season. Schauen wir uns das doch mal live an und Musik haben wir abgestellt. Ja? Deshalb hier Starting Five. Jrue Holiday, Eric Gordon, Terrence Ross, Anthony Davis und Bismack Biyombo. Viele haben mir gesagt, trade doch den Center. Danke erstmal für eure Vorschläge. Aber so schlimm finde ich Biyombo jetzt gar nicht. Es war durchaus einer, den ich eigentlich auch haben wollte. Mit den starken Davis daneben habe ich sowieso eigentlich kein Interesse noch an einem zweiten Big Man. An einem starken Big Man. Schwierig. Und wenn, dann wollte ich hier gerne mal gucken, was es im Trade gibt. Oh, den kann man aber auch reinmachen hier. Ne? Denn wir gehen davon aus, dass wir durch den... Wir haben ja den Pick der Bulls. Und ich gehe davon aus, dass es da... was Schönes geben wird. Oh, Terrence Ross auf Eric Gordon! He is back! Vollkommen übrigens genesen. Vorher war er noch angeschlagen, aber jetzt ist er wieder komplett da und kann seinen extrem wichtigen Platz in der Formation wieder einnehmen. Durchaus ja, hupsi. Herr Gordon? Gordon. Da ist Gordon. Oh, ich wollte aber Parker sagen, also von den Spurs. Der trifft immer noch nichts, ne? Das war ja auch im letzten Spiel so. Hardaway Junior für 3. Ne, für 2. Also, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht darauf aus, unbedingt hier die Meisterschaft zu gewinnen. Dafür ist das Team auch meiner Ansicht nach noch zu anfällig, zu schlecht, zu schwach. Ah, der guckt rein und rollt wieder raus. Böser Ball. Macht er nicht. Ha? Fair geht vor. Schöner Bodenpass und diesmal Eric Gordon. Assisted by Terrence Ross. Also ja, Biyombo finde ich gar nicht mal so schlecht und zudem wollte ich ja noch gucken, was es so Schönes im... Anthony Davis im Draft gibt. Oh, der ist drin, der geht rein. LaMarcus Aldridge mit dem Foul. Eine wunderbare Aktion von Anthony Davis. Zum Thema Draft. Der wird kommen. Ich weiß natürlich, oder wir wissen natürlich jetzt noch nicht, an welcher Stelle wir draften dürfen, aber es sollte relativ hoch sein. Also, ich würde sagen, vom Gefühl her an 2 oder 3.
Wie wär's, ihr Basketballverrückten und Interessierten da draußen? Ihr kennt ja jetzt unser Team. Es wird sich ja, wir müssen mal Vertragssituationen angucken, aber ich glaube nicht, dass es sich, Parker, dass es sich groß verändern wird. Ich habe eigentlich schon vor, das Team so, zumindest die Starting Five, so wie sie ist, zusammenzuhalten. Vielleicht geht Jrue Holiday. Ich weiß es noch nicht. Oh, Gordon pumpfaked. Oh, das war eigenartig. Er hat es nicht gemacht. Der Pass kam, ich habe gedrückt, dass er werfen soll und Gordon dribbelt lieber noch eine Runde. Das wären nämlich die nächsten einfachen Punkte gewesen. Upsi, ich dachte, jetzt hätte ich schon längst Biombo hier mal am Start. Ah, habe ich auch schon Referees gesehen, die offensiv vollpfeifen. Ja, sagt mir doch, wer da bei euch beim Draft, wer euch interessiert, wer für euch in Frage kommt, wo ihr sagt, wow, Beast Mode bitte. Klar, Simmons ist durchaus interessant, wird aber wahrscheinlich an erster Stelle weggehen. Vielleicht kriegen wir sogar mit etwas Glück den First Round Pick. Ansonsten Simmons, Logo. Aber danach kommen ja durchaus noch ein paar andere. Wir machen langsam. Ich weiß auch noch nicht. Aha. Holiday ist also ein Spielpartner. Und irgendwie habe ich noch kein Wurfglück heute. Na, mal gucken. Jedenfalls, wenn ihr euch für College Basketball interessiert und da ein paar Inside-Tipps habt, immer raus damit. Ich bin für Ideen offen. Oder wenn ihr sagt, Alter, du musst dir unbedingt Simmons holen, weil der bei Duke richtig abräumt. Simmons? Der heißt ja nicht Simmons. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Wie komme ich denn auf Simmons? Spielt hier ein Simmons? Biombo, das kann er doch, oder? Gegen Aldridge, natürlich. Ingram. Wie konnte ich denn noch Simmons? Natürlich. Brandon Ingram. Den habe ich mir nämlich beim Spiel Duke gegen, keine Ahnung, habe ich mir den guten Mann angeguckt, während Jrue Holiday hier gerade. Schaffen die beiden das? Ja, natürlich schaffen die das. Alley-oop von Anthony Davis auf Terrence Ross. Und die Pelicans sind hier anscheinend heiß darauf, die Serie zu verkürzen. Genau, Ingram habe ich mir angesehen bei Duke. Hat richtig geiles Spiel gemacht. Durchaus fähig, auch einen Dreier zu klinken. Hat mir gefallen. Und der lege auf jeden Fall, lege ich mich jetzt mal fast fest. Ah, dann dreht er sich erst noch. Oh, da trifft er. Weißt du, die anständigen Würfe treffen sie nicht. Ja, aber da, wo ich das Timing versaue, flutschen die Dinger rein. Ja, genau, realistischer Pick. Haut einfach raus, wen ihr da interessant findet. Und dann gucken wir mal. Unter Umständen sind wir auch wirklich schneller durch als gedacht hier mit den Playoffs. Ne? Wenn die Spurs das direkt schon in der ersten Runde für sich entscheiden sollten. Und dann steht natürlich diese Hammerentscheidung an. Auch das ist ein Grund, warum ich ja eigentlich gar nicht jetzt hier die Serie noch künstlich, indem ich jedes Spiel spiele, in die Länge ziehen möchte. Denn dann stehen auch noch hier die große Entscheidung steht an. Wohin geht's denn dann für uns? Ach, das ist ein Foul von Tim Duncan. Zieht das Team nach Seattle um und wird zu den Seattle Rainmakers. Auch diese Entscheidung heiß diskutiert hier. Sonja für drei. Warum wackelt die Kamera da eigentlich? Ein wunderschöner Kickout von Eric Gordon. Doch, macht er. Viel, viel, viel. Ach, das ist gar nicht Tony Parker. Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, viel, viel heute über Tony Parker. Davis könnte jetzt mal nach innen cutten, ne? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Let it snow, let it snow, let it snow. 21 zu 8 Run. Wusch. West. Duck West? Weiß ich gar nicht. Ne, David, ne? Wahrscheinlich auf Power Forward eher David West. Ach, so viel Namen. Sonja! Oh, Davis mit dem Offensiv-Rebound und dann verliert er, ne? Ja, das hätte ich mir zweimal überlegt. Oh, mit Foul! Leonard! Sein erstes Foul. Und Anthony wieder an der Linie. 16,6 Sekunden im ersten noch, also dieses Viertel ging ganz klar an uns. Jetzt muss ich mich auch noch wieder jedes Mal konzentrieren, um hier nicht Drittel zu sagen. Je nachdem, welches Spiel ich vorher spiele. Ich habe Eishockey vorhin gespielt. Und, ne? Drittel, Viertel, habt ihr nicht gesehen? Ginobili, Leonard, Parker für drei, kann aber gar nicht. Sag ich doch. Ach, so schnell? Ich hab's nur zweimal piepen gehört. Naja, dann gucke ich auf die Uhr. Und dann ist das schon zu spät. So. Da trinke ich doch glatt mal was. Okay. Dann schauen wir uns mal das zweite Viertel an. Und gucken mal, ob die Spurs da jetzt irgendwie nochmal. I enjoy playing the games. I enjoy the competition. I enjoy the chess match. I enjoy the physical play. I enjoy that part of it. So being on the floor, being able to compete at that level and knowing that I won't ever be able to compete in that level once I'm done with this, that drives me and I love that part of it. Klingt so, als hat Duncan noch vor, länger zu bleiben. Ja, schauen wir mal, was im zweiten Viertel so abgeht. Und ihr wisst ja, die Folge wird dann auch wieder gesplittet in erster Halbzeit, zweite Halbzeit. Und ihr wisst ja auch, dass ihr bitte euren Adblock ausschaltet, denn nur dann kassiere ich hier dann auch meine 2,5 Cent oder mehr oder weniger, je nachdem. Ne? Genau, das alles wisst ihr ja, das muss ich euch nicht jedes Mal sagen. Für die Leute, die noch keinen, ja, haben wir, reicht doch, noch keinen Account bei YouTube haben, aber auch diese Videos hier genießen, ist okay, habe ich kein Problem, aber überlegt es euch, denn, oh, Biombo, dummes Loose-Ball-Foul, denn ich würde mich persönlich freuen, wenn auch ihr die Möglichkeit habt, hier über einen Kommentar auch mal ein bisschen was zu bringen und also das ist jetzt gerade hier nicht Biombos Phase, oder? Vorne faul, hinten faul. And one für. Weiß ich gar nicht. Duncan war es nicht, oder? Egal. Also auch ihr, macht euch einen kurzen Account und erfreut euch an die Kommentarfunktion. Biombo! Jetzt aber! Macht er wenigstens hier eine Aktion wieder gut. So, hätten wir das auch. Wenn ihr euch Game Keys kauft oder PlayStation Guthaben, dann natürlich über meinen MMOGA-Link. Auch damit unterstützt ihr mich enorm. Denkt dran, es ist bald Weihnachten. Was gibt es Schöneres als ein Game Key unterm Tannenbaum? Ja, und ich bekomme 10% von jedem Verkauf, die ihr nicht extra drauf zahlt. Ne? MMOGA ist ja durchaus in vielen Bereichen günstiger als wenn ihr es jetzt bei Amazon oder sonst wo kauft. Ne? Ja, Davis mit dem Fadeaway und der Tick rein.
Das ist unsere Zukunft. Anthony Davis, das ist unser absoluter Franchise-Spieler, der, ja, das Herz des Teams. Und den werden wir natürlich noch ein bisschen länger halten. Ich glaube, der hat auch noch einen langen Vertrag. 4-5 Jahre oder so. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber ich glaube, da werden wir auch durchaus ein bisschen Cap ausgeben, um ihn halten zu können. Um ihn zu halten, sagen wir es mal so. So, also Adblock aus. Macht Werbung auf den Social Networks für diesen Kanal, wenn er euch gefällt. Und empfehlt mich weiter, wann immer es geht. Auch das ist hilfreich für mich. Ah, macht er sogar. Ich dachte, er Help Defense diesmal nicht vonnöten, weil der gut gedeckt wurde. Von Drew Holiday. Yo, Eric Gordon. Ja, natürlich, Herr Sonjas Spielzeit wird jetzt mit der Rückkehr von Eric Gordon ein bisschen leiden. Aber was für ein geiler Luxus ist es denn, so zwei beeindruckend starke Shooting Guards unser eigen zu nennen. Eine besonders geniale Rotation. Ja, die auf müssen wir aufpassen. Der kann aus der Mitteldistanz. Der kann sogar jenseits der 3. Aber wieder eine gute Defense. Ich dachte, Gordon zieht durch. Aber dann macht das halt für 3. 34-17. Wow. Und das meine ich. So stark hatte ich die Spurs nicht in Erinnerung, als dass sie hier jedes Spiel, was wir simulieren, gewinnen. Sehr eigenartig hier. Ja, Parker. So habe ich ihn in der Endphase der Saison auch gesehen. Ja. Komisch. Ginobili weit weg von Holiday. Ah, dann ist er mal frech und nimmt den Schuss. Für mich ein Offensivfoul. Ah, dann gibt es das Foul gegen Terrence Ross. Ja. Werbung habe ich alles gesagt. Alles durch. Da seid ihr für heute erstmal erlöst. Jedenfalls was NBA angeht. Eigentlich haben wir ein cooles Team, oder? Eigentlich haben wir ein richtig schönes, cooles, entwicklungsfähiges Team. Auch mit Babbitt ist ja auch nicht zu unterschätzen. Riecht sich da noch ein bisschen auf. Er sei gefoult worden bei dem Schuss. Sehe ich auch genauso. Das Ganze vergessen, Tony. Gute Defense. Alley-oop auf Babbitt. Mr. Babbitt the Rabbit. Oh, jetzt hat er einen Spitznamen. Geil. Den behalten wir. Den Spitznamen. Ob wir Babbitt behalten, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht versprechen. Wobei er wirklich noch jung ist. Talentiert ist. Ah, der Pumpfake lässt mich in Form von Drew Holiday da mal wirklich komplett ins Leere pfeifen. 2,5 Minuten noch. Ja, einige Leute haben gesagt, bring doch mehr GM-Folgen. Würde ich gerne, aber Babbitt, du wirst doch nicht etwa. Aber ihr müsst gucken, also die GM-Folgen mit mit Aufnehmen, mit Nachbearbeitung, mit Hochladen, sind das mal eben locker über 2 Stunden, die da drauf gehen. Und wenn ich dann noch NFL, WWE, NHL, FIFA jetzt ja auch, ich das alles bringen möchte, ja, wird's eng halt, ne? Mitteldistanz, Davis mit Brett, bumm, läuft. Und deshalb, ja, vor allem der NBA My Player Modus, der ist ja auch nochmal eine Stunde lang dann, in der Regel. NBA frisst wirklich sau viel Zeit, auch wenn ich sehr gerne spiele, muss ich halt gucken, dass alles andere auch einigermaßen passt. Im Moment habe ich einen guten Flow, aber ich hatte jetzt auch Urlaub.
Deshalb wird sich das alles leider Gottes jetzt auch wieder ein bisschen regulieren. Und ja. Ich versuche es. Mehr kann ich nicht versprechen. Und ihr macht den Adblocker aus. Und dann sind wir quitt. Mr. Babbitt! Ja, 6 Punkte, glaube ich, ne? Ah, Mills da ganz blank. Und er überlegt er noch. Der überlegt er noch, ziehe ich oder werfe ich? Und dann merkt er, glaube ich, erstmal, huch, ich bin ja wirklich komplett ungedeckt. Und dann schießt er. Naja, das ist eigentlich ein leichtes Ding für Herr Sonja, aber ja, möglicherweise ist es so, dass ihn der Verlust der Starting Five, des Starting Five Platzes, vielleicht hat ihn das ein bisschen irritiert. Das ist unser, ja. Er war mit der Hand dran und deshalb bleibt er bei uns. Ja, Herr Sonja kann auch Small Forward. Ashik! Ah, riskanter Pass von Hezonja auf Ashik, aber das haut hin. Und die nächsten Punkte. 20 vor! Und ihr seht, die letzten Sekunden in diesem Viertel laufen. Parker gegen Canane. Ich denke, Parker wird es alleine machen. Kriegt den Block gestellt. Ah, macht er gut. So, wen haben wir denn hier? Hä? Wieso der einen Schritt reingemacht hat und dann meinen Spieler automatisch wieder nach oben gewechselt hat? Keine Ahnung. Ich weiß nur, wir gehen in die Halbzeit. Und Halbzeit bedeutet für euch, während wir jetzt noch mit Tony Parker hier ein Interview hören. So, wir sehen uns in der nächsten Folge, die direkt im Anschluss dann natürlich veröffentlicht wird. Und dann geht es weiter mit Halbzeit 2 hier von NBA 2K16 MyGM-Modus in New Orleans.